Also Bowling, beim Bowling ist das so, 80% ist Können und 20% Glück, wie bei jeder Sportart. Ja, dem schließe ich mich an. Also normalerweise ist es so, bei Wettkämpfen spielt man mindestens 10% besser als wie im normalen Training oder bei sonstigen Turnieren. Ne? Also das ist immer so, man, ja, das ist halt das Adrenalin, was man dann hat. Ne? Ja. Also ich als Frau würde nicht sagen, dass ich dafür Kraft brauche, sondern das ist wirklich eine Gefühlssache. Das muss man Feingefühl haben. Und die Bahn muss man auch lesen können. Ja, das Ölbild ist sehr entscheidend. Ja, die Bahn wird ja fast bis hinten durch geölt und im hinteren Teil ist sie trocken. Und wenn man dann den Reaktivball hat, dann fängt er in dem Trocknen an zu arbeiten. Es gibt natürlich Techniken, die man auch beherrschen sollte, wie das 963er-Leistensystem. Damit fängt man eigentlich an. Und dann, wenn man weiter fortgeschritten ist, entwickelt man so seine eigene Technik. Nehme ich jetzt 3 Leisten, nehme ich doch lieber 4 Leisten von vorne, über welche Leiste hinten spiele ich. Ist natürlich auch Gefühl damit bei, ne? Aber man sollte den Grundsatz beherrschen.